Nun kommt das Interview mit Herrn Dr. Uwe Krüger von der Universität Leipzig. Er hat das Buch Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten und auf Leitmedien und Alpha-Journalisten, eine kritische Netzwerkanalyse, in 2013 geschrieben. Guten Abend, Herr Dr. Krüger. Ja, schönen guten Abend. Ja, es geht in Ihrem Buch um Journalisten, die auch in Verbänden, in Netzwerken sich engagieren, neben ihrer journalistischen Tätigkeit. Mhm. Und wie man wissenschaftlich erkennen kann, Wahrscheinlichkeiten, dass dies die journalistische Arbeit beeinflussen kann. Sie haben da in Ihrem Buch, haben Sie da vier verschiedene Ansätze, wie das auf Journalisten wirkt, wenn sie auch sich in Netzwerken, Verbänden, in Thinktanks engagieren. Worum geht es da? Ja, also diese Ansätze, die sind nicht direkt, thematisieren sie eher allgemein so Verflechtungen von Medien und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Das sind vier kritische Ansätze aus den USA, die alle, also denen gemeinsam ist die These, dass die großen Medien, die Mainstream-Medien, vor allem den Diskurs innerhalb der politischen Elite reflektieren, aber die Prämissen dieses Diskurses nicht hinterfragen und also nicht die Spannbreite der Meinungen innerhalb der Elite überschreiten. Also, dass das sozusagen nicht nur für den Nachrichtenteil gilt, sondern auch für den Kommentarteil. Also, Journalisten sich nicht aus dem Fenster lehnen mit Meinungen, die nicht salonfähig sind, sozusagen, um das Establishment. Das sind diese vier Ansätze sind einerseits die Indexing-Hypothese, die sagt also, dass die großen Medien nur ein Indexing, also die Meinungsverteilung in der Elite anzeigen, also was man in der Zeitung liest, ist ein indirekter Indikator, ein Indiz dafür, wie die Meinungen verteilt sind in der Elite. Das zweite ist das Propagandamodell von Noam Chomsky, der recht bekannt ist, und Edward Herman. Das Propagandamodell sagt überspitzt, dass die Mainstream-Medien Propaganda im Sinne der Eliten machen und dass jede Nachricht, die in ein großes Medium kommen soll, vorher 5 Filter durchläuft. Also dass es ein System von 5 Filtern Nachrichten säubert von unliebsamen und zu kritischen Nachrichten und Meinungen. Die Filter sind die Interessen der Medieneigentümer, die Interessen der Anzeigenkunden, der Werbekunden. Der dritte Filter sind die Interessen der hauptsächlichen Quellen der Journalisten. Und man kann sich ja denken, jeden Tag wiederkehrend braucht der Journalist eben seine Quellen aus Regierungen, aus Parteien, aus großen Wirtschaftsunternehmen, wenn es Wirtschaftsjournalist ist, dass man sich also auf Dauer nicht mit so einer mächtigen Quelle auch verscherzen kann oder mit einer Vielzahl von mächtigen Quellen. Der vierte Filter ist das sogenannte Flakfeuer. Damit meinen sie, dass wenn mal eine Nachricht, ein Beitrag den Elitenkonsens verletzt, dass es dann ordentlich Gegenwehr gibt. Flakfeuer in Form von Drohanrufen, Druck, Anzeigen, Entzug und so weiter. Und der fünfte Filter ist die herrschende Ideologie. Vor dem Kalten Krieg, also war der Antikommunismus in den USA und nach Ende des Kalten Krieges dann immerhin noch der Mythos vom freien Markt, dass man also gegen so eine große Ideologie nicht anschreiben kann als großes Medium, was eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielt. Das ist die zweite Theorie, eben das Propagandamodell. Die anderen beiden heißen Schutzhundperspektive und Protestparadigma, bedeutet auch, dass Medien nicht der Watchdog sind, nicht der Wachhund für die Gesellschaft und die Eliten eben kritisch kontrollierend beißt in die Wade, sondern dass sie eher Schutzhund spielen für einzelne Fraktionen innerhalb der Elite. Das ist die Schutzhundperspektive. Und das Protestparadigma behauptet auch, dass aufgrund von Verflechtungen mit Institutionen und Eliten, dass die Medien Protestierer, sofern sie grundsätzliche Fragen stellen, radikal sind, Grundfesten des Systems angreifen,
dass diese Protestierer entweder ignoriert werden oder marginalisiert oder auch dämonisiert. Auf jeden Fall, dass entweder ihr Anliegen überhaupt nicht gehört wird oder dann nur negative Merkmale, dass bei Demonstrationen die Gewalt in den Vordergrund gerückt wird und die Anliegen dabei aber verschwiegen werden und so weiter. Das sind vier Ansätze, die eben das erstmal grundsätzlich erklären, dass der Medieninhalt auch mal limitiert ist, was den Marktplatz der Ideen angeht, dass also nicht alle Ideen gleich behandelt werden, sondern eigentlich nur Ideen, die gerade in der politischen Elite kursieren, in großen Medien vorkommen. Und ich habe dann den Fokus erweitert und auch auf persönliche Netzwerke, also vor allem auch mit Quellen, habe ich also geschaut, ob es Auffälligkeiten in der Berichterstattung gibt, die sich auf personelle Nähe zurückführen lassen. Einzelne Journalisten mit einzelnen Eliten. Ja. Gibt es denn eine Definition von Eliten? Wenn ich jetzt eine wichtige Nachricht gebracht haben möchte, dann sollte ich ja vielleicht wissen, mit welchen Eliten ich mich guthalten muss und was Eliten sind. Ja, das Wort Elite kommt ja von Eligere, von Auswählen. Also Eliten sind Leute, die einen Auswahlprozess durchgemacht haben und nach oben geklettert sind. Und die laut Definition maßgeblich und regelmäßig an Entscheidungsprozessen für die Gesellschaft mitwirken. Also man kann man dann eben in verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft verschiedene Eliten ausmachen. Ne? In der Politik sind es dann eben Kanzler, Minister, Bundespräsident bis hin zu Abgeordneten des Parlaments. In der Wirtschaft sind es dann, habe ich so zum Beispiel definiert, dann Vorstände und Aufsichtsräte von großen Konzernen und von Großbanken und Versicherungen. Und es gibt natürlich auch Eliten in der Kultur, es gibt Eliten im Sport, eben immer die Besten, die Leistungsfähigsten, die Mächtigsten. Ich habe mich konzentriert auf politische und wirtschaftliche Eliten. Welche sind denn die Leitmedien in Deutschland? Oder wie kann man messen, ob oder inwieweit ein Medium ein Leitmedium ist? Das ist auch eine grundlegende Frage meiner Studie, die ich erst erklären musste. Das ist in der Medienwissenschaft und in der Journalismusforschung durchaus umstritten, was als Leitmedium gilt. Man kann also ganz verschiedene Indikatoren da heranziehen, die Verbreitung innerhalb von Eliten, also wie viele Eliten hat eine Zeitung sozusagen als Leser. Man kann auch gucken, welche Medien am häufigsten in anderen Medien zitiert werden. Und ich habe mich auf das Merkmal konzentriert, welche Medien von anderen Journalisten gelesen oder rezipiert werden, wo man also sagen kann, dass sich dann die Masse der Journalisten auch orientiert sozusagen an den Musterknaben, an den besten Medien oder an den meisten renommierten. Und da gibt es empirische Studien. Wir haben dann Journalisten befragt, also eine repräsentative Journalistenbefragung in Deutschland, wurden Journalisten gefragt, welche Zeitungen, welche Nachrichtensendungen die wahrnehmen und regelmäßig. Und da ist dann eben unter den Zeitungen, zum Beispiel Süddeutsche Zeitung, FAZ, Welt, Zeit, Spiegel, und bei den Nachrichtensendungen vor allem die von öffentlich-rechtlichen, also die Tagesschau und Tagesthemen, ARD, Heute und Heute Journal, ZDF. Ja. Sie haben sich in Ihrer Untersuchung auf die Berichterstattung zu zwei Punkten deutlich sehr intensiv angeschaut. Einmal zum erweiterten Sicherheitsbegriff und einmal über die Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Was haben Sie da an Auffälligkeiten entdeckt? Ja, also ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich so angefangen habe, dass ich eine Netzwerkanalyse gemacht habe und geguckt habe, welche Journalisten mit welchen Eliten Kontakt hatten oder zumindest Kontaktpotenzial, also in welchen Organisationen Journalisten zu finden waren, wo auch Eliten, Politik und Wirtschaft zu finden waren. Und da schälte sich heraus, dass für einige Journalisten
im außen- und sicherheitspolitischen Elitenmilieu involviert waren, also kann man auch eingebettet sagen. Zumindest hatten sie da einen intensiven Kontakt. Und da ausgehend von diesem Befund habe ich dann geschaut, an welchen Themen, wo man dann gucken könnte, ob die Journalisten jetzt auf Linie mit den Eliten liegen oder ob sie trotzdem den Elitendiskurs kritisch hinterfragen. Und da habe ich mir Themen gesucht, wo es eine Kluft zwischen Elite und Bevölkerung in Deutschland gibt. Also, dass man also guckt, ob diese Journalisten eher im Sinne der Bevölkerung argumentieren oder im Sinne der Eliten. Und das ist zum Beispiel beim erweiterten Sicherheitsbegriff der Fall. Das ist also so, dass klassischerweise bis 1990 oder so, bis zum Ende des Kalten Krieges, war Sicherheit klassisch territorial definiert. Das heißt, wenn wir also Verteidigung sagen, dann meinen wir, wir verteidigen unser Staatsterritorium oder das Bündnisgebiet der NATO, wenn es angegriffen wird. Mit dem Wegfall des Warschauer Pakts und der Bedrohung sozusagen, die von der Sowjetunion ausging, hat man dann Sicherheit breiter definiert und findet sich dann in den Doktrinen seit den 90er Jahren wieder, dass eben Sicherheit auch Rohstoffsicherheit, Energiesicherheit ist, dass man Kommunikationsinfrastruktur schützt, dass man eben also auch außerhalb des eigenen Territoriums sich drum kümmert, dass bestimmte Sachen vorhanden sind für das eigene Wohlergehen. Das gipfelte dann sozusagen in dem Satz von Verteidigungsminister Peter Struck, 2002 erstmals geäußert, dass Deutschlands Sicherheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Und das ist in der Bevölkerung hoch umstritten, ob das wirklich so ist oder sein soll, aber unter den Eliten in Deutschland ist das Konsens, Sicherheit erweitert zu sehen. Auch der Münchner Sicherheitskonferenz legt diese Definition zugrunde. Obwohl die auch Iraner, Chinesen, Russen einladen? Ja, die laden sie ein, aber im Kern ist die Sicherheitskonferenz eine NATO-Veranstaltung, also historisch gewachsen als NATO-Veranstaltung und in den letzten Jahren zunehmend sich geöffnet. Das ist also klar, das ist auch ein Verdienst sicherlich von dem jetzigen Chef Wolfgang Ischinger, aber trotzdem steht explizit auf der Website der Sicherheitskonferenz, dass der erweiterte Sicherheitsbegriff hier ist. Und es geht also viel um Rohstoffsicherheit, um Energiesicherheit. Wolfgang Ischinger ist da ein großer Vorkämpfer für diese Sicht von Sicherheit und Verteidigung. Und die Journalisten, die Sie untersucht haben, sind zu dem erweiterten Sicherheitsbegriff, haben sie sich unkritisch verhalten? Ja, genau. Die haben also einerseits haben sie aktiv auch dafür Werbung gemacht, dass Sicherheit so breit gesehen werden muss. Und dass Peter Struck eben recht hat mit seinem Bonmot, dass Deutschland Sicherheit am Hindukusch verteidigt wird. Das sieht man also sehr gut. Diese Argumente kann man aus den Texten, habe ich da in einer Frame-Analyse herausgeschält. Und diese vier Journalisten tun das also in unterschiedlicher Häufigkeit, aber sie sind sich da einig. Manche verwenden ihn einfach wie selbstverständlich, andere sagen nochmal nachdrücklich, dass das alte Sicherheitsverständnis überholt ist und jetzt richtigerweise eben das alles breit definiert werden muss. Kann man sagen, sind die Journalisten, die Sie untersucht haben, auch direkt in Thinktanks oder Netzwerke eingebunden, die auch vermutlich oder tatsächlich eine in dieser Richtung militaristische Sichtweise haben? Also militaristisch würde ich jetzt vorsichtig sein, auf jeden Fall ist aber dieser erweiterte Sicherheitsbegriff. Ja, ist das natürlich der Weg nicht weit. Ne? Also der Einsatz vom Militär wird dadurch erleichtert. Aber ich will jetzt nicht den Militarismus bezichtigen, die verwenden. Natürlich muss man in einer pluralisierten Welt auch ein bisschen weiter denken, aber die Frage ist eben zum Beispiel, ob man die Betonung auf seine eigene Sicherheit legt oder ob man die Betonung auf Gerechtigkeit legt, wie zum Beispiel, dass die Friedensbewegung tut. Da kommt man natürlich zu einem ganz anderen Verhältnis zu seinen Nachbarn, auch bei den weiteren Nachbarn,
Aber zu, ja, zurück zu Ihrer Frage, die, also die persönlichen Verflechtungen sehen zum Beispiel so aus, dass also alle diese vier Journalisten Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz waren. Also die Münchner Sicherheitskonferenz, da sind auch viele Journalisten, die das Ganze beobachten von der Galerie aus, aber die vier, die dürfen im, also im Plenum sitzen, die dürfen auch mitdiskutieren in den Diskussionen und die dürfen auch zu allen Empfängen und auch in die Hinterbereiche in diesem Hotel, wo auch Zweiergespräche geführt werden. Also wir haben schon privilegierte Positionen von allen Journalisten, die dort sind. Und dann, also zum Beispiel gibt es noch einen ganz interessanten Think Tank, die Bundesakademie für Sicherheitskonferenz. Da fand ich zwei dieser vier Journalisten drin, nämlich den Außenpolitik-Ressortleiter von Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und überdies war auch der jetzige ZDF-Chefredakteur Peter Frey auch dort im Beirat dieser Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Und das finde ich ganz besonders pikant, weil das ein Think Tank des Bundesverteidigungsministeriums ist, das sich also eine führende Denkfabrik, die es mit der Sicherheit von Deutschland bestellt ist, und wie man das alles zu sehen hat, auch eine Institution, die diesen erweiterten Sicherheitsbegriff sehr stark propagiert hat, schon relativ zeitig. Und das wirklich Heikle für Journalisten aus meiner Sicht ist, dass dieser Beirat, in dem die drei Journalisten da Mitglied waren, der hat die Funktion, das Kuratorium dieser Akademie zu beraten, und das Kuratorium besteht wiederum aus den wichtigsten Bundesministern und der Bundeskanzlerin. Das heißt, die Journalisten haben sich verpflichtet, die Bundesregierung in Sicherheitsfragen zu beraten. Und das, finde ich, das geht nicht zusammen mit der Rolle eines Anwalts der Öffentlichkeit, in der drin steckt, dass man die Bundesregierung eben auch kritisiert und kontrolliert. Also das ist ein Interessenkonflikt, der eklatant ist, wie ich finde. Und da, also da sieht man dann, das passt auch eben gut zu Argumenten aus deren Leitartikeln und Kommentaren, dass da nicht viel los ist mit Kritik oder wenn Kritik an Sicherheitspolitik, an Bundeswehreinsätzen kommt, dann ist diese Kritik aus der Perspektive der NATO und der USA verfasst. Und setzt dann die Bundesregierung eher unter Druck, noch mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, anstatt auch die skeptische Haltung eines Großteils der deutschen Bevölkerung zu reflektieren. Also dass man merkt dann schon sehr stark, woher der Wind weht. Also. Was mich vor allem auch alarmiert hat, ist der Herr Joffe von der Zeit und dass die Zeitung und die Verbindung der Zeit, die Zeit zum Bilderberg-Netzwerk. Ja, Bilderberg ist eine interessante Vereinigung. Was interessiert sich da genauer? Also ich habe mich damit mal sehr intensiv befasst mit der Bilderberg-Konferenz. Weil Bilderberg ist einmal eben international, dann Bilderberg hat auch immer wieder Themen rund um die Europäische Union, rund um NATO, hat sehr hochrangige Leute dorthin eingeladen, wenn die veröffentlichen immer nur die Tagesordnungspunkte und veröffentlichen, welche Leute da gewesen sind, aber nicht mehr wem was besprochen ist, wer bei welchen Tagesordnungspunkten dabei war, war immer wieder auch sehr aktuelle und brisante Themen, die Sicherheitspolitik berühren, aber immer nur überschriftenartig, und das war für mich schon interessant, dass eben die Nähe von der Zeitung, die Zeit hatte ich auch vorher schon mal gelesen, dass sie immer wieder Leute von der Zeit auch bei Bilderberg dabei sind. Mhm, genau, das ist historisch gewachsen durch da war Theo Sommer, der jahrzehntelang Chefredakteur der Zeit war, der war ganz besonders gut vernetzt
mit amerikanischen Kreisen und der war da ganz lange und hat seinen Sitz bei Bilderberg dann vererbt an seine Nachfolger, also nicht an seine direkten Nachfolger, aber von der Zeit war dann immer jemand da und nicht nur bei Bilderberg, das sind ja dann ungefähr 120 Leute, sondern es gibt noch so ein Inner Circle bei Bilderberg, den Lenkungsausschuss. Da sind zwei Mann oder zwei Menschen pro teilnehmendem Land drin. Die entscheiden dann, welche Themen behandelt werden sollen und welche Leute noch eingeladen werden sollen. Und Theo Sommer und auch Matthias Nass von der Zeit später, die saßen eben immer im Lenkungsausschuss als einer von zwei Deutschen. Theo Sommer, damals zusammen mit Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank. Und ich glaube, dass Matthias Nass von der Zeit dann später zusammen mit Josef Ackermann von der Deutschen Bank auch im Lenkungsausschuss von Bilderberg saß. Also hatten da eine ganz zentrale Rolle. Bilderberg, man weiß jetzt nicht, wie viel Einfluss von denen ausgeht, aber auf jeden Fall ein Ort, jeweils ein wechselndes Fünf-Sterne-Hotel im Geheimen, wo ein paar Tage lang sich Eliten aus ganz verschiedenen Sektoren, aus Politik, Wirtschaft, Militär, Wissenschaft auch, wo die einfach mal unter sich sind und auch sich kennenlernen können, auch menschlich näher kommen können an der Bar, dann auch mal miteinander plaudern, wo also auch eine Elitensozialisation stattfindet und kurze Drähte dann für spätere Kontaktaufnahmen entstehen. Das ist auch eine der Sachen, die Journalisten bei Bilderberg eben so reizt. Ich habe mit einige Journalisten habe ich interviewt und die sagen eben, dass das also ein wahnsinniges Kapital ist, ne? Wenn man dann eben mit Ministern und Staatschefs dort und Wirtschaftsführern einfach mal in der Bar sitzt und plaudert und dann später eben auch mal direkt anrufen kann oder auch das anhören kann, was die da ohne auf Öffentlichkeit achten zu müssen, dann wirklich frei von der Leber weg sagen, dann kann man dann eben spätere Statements, die in der Öffentlichkeit treffen, dann viel besser einordnen. Das ist dann so ein Vorteil, den ein Journalist hat, der dort war, aber ich sage auch, das ist natürlich problematisch, weil diesen Vorteil, der kommt nicht eins zu eins dem Publikum des Journalisten zugute, denn der beschreibt ja dann nicht, was bei Bilderberg gelaufen ist, sondern der lässt es dann irgendwie nur einfließen in seine Kommentare und Leitartikel und es ist dann die Gefahr hoch, meines Erachtens, dass dadurch auch eine kognitive Vereinnahmung stattfindet, dass man also durch die Vertrautheit mit Eliten und wenn man in dem Milieu sozusagen immer wieder die sich der Eliten hört, dass man da dann eben auch auf diese Linie einschränkt, weil es dann überzeugend ist. Und wenn man vielleicht mit anderen Argumenten aus anderen Bevölkerungsschichten, anderen Perspektiven gar nicht mehr so wahrnimmt. Aber Bilderberg hat, glaube ich, auch an Einfluss verloren. Also noch in Zeiten des Kalten Krieges war das, glaube ich, sehr viel mächtiger als heute. Jetzt versucht sich Bilderberg zu öffnen, da kommen dann kommen neuerdings viele Leute aus Osteuropa dann eingeladen, der Kreis wird größer und ist auch, glaube ich, so ein Zeichen, dass sich da Macht sich verschiebt weg von transatlantischen Bündnis. Also Bilderberg ist traditionell Nordamerika und Westeuropa und das jetzt im Angesicht der aufstrebenden Mächte in Asien da auch so ein Elitenclub, so ein transatlantischer Elitenclub nicht mehr so viel zu melden hat, wie noch in den 70er, 80er Jahren vielleicht. Sie schreiben in Ihrem Buch auch von Schweigespiraleffekten. Mhm. Was kann man darunter verstehen? Eine Schweigespirale ist eine Theorie der großen, mittlerweile verstorbenen deutschen Medienforscherin Elisabeth Mölle-Neumann. Das heißt, ja, Medienforscherin und Institut Allensbach hat sie geleitet, Meinungsforscherin. Und die Theorie der Schweigespirale sagt, dass Menschen grundsätzlich Angst vor Isolation haben und dass sie sehr genau ihre Umgebung
beobachten, wie da die Meinungen verteilt sind. Und wenn ein Mensch wahrnimmt, dass seine eigene Meinung mit der Mehrheitsmeinung in der Umgebung übereinstimmt, heißt er, dann ist er bereit, seine Meinung laut auch kundzutun. Wenn er aber merkt, dass er alleine ist mit seiner Meinung auf weiter Flur, dann wird er eher die Klappe halten und aus Angst vor Isolation mit seiner Meinung hinterm Berg halten. Und so kann dann entstehen, dass ganz viele Leute, die ihre Meinung zum Beispiel nicht gespiegelt sehen in der Öffentlichkeit, dass die sich nicht trauen, öffentlich ihre Meinung zu sagen. Und dieses Konzept, das wurde verfeinert durch empirische Studien, hat man herausgefunden, dass nicht unbedingt die Meinung in der großen Öffentlichkeit ausschlaggebend ist, sondern dass die Redebereitschaft von Menschen eher abhängt von der Meinungsverteilung in der direkten Umgebung, also in der unmittelbaren sozialen Umgebung. Und nun kann man sich ja ausrechnen, es ist also ganz wichtig, was sind meine Freunde, was sind meine Bekannten, was sind die Kreise, in denen ich mich ständig bewege. Und wenn jetzt also ein Journalist hauptsächlich im Elitenmilieu verkehrt und in der Elite zum Beispiel zu einem Thema, wie zum Beispiel der Frage von Sicherheit, Verteidigung, Auslandseinsätze der Bundeswehr, wenn in diesen Kreisen also ein Konsens herrscht zu einem solchen Thema, dann ist es wahrscheinlich, dass ein Journalist da nicht gegen diesen Konsens anschreibt, also so, um eben nicht geächtet zu werden, rauszufliegen aus seinem vertrauten Kreis, auch um seine Quellen nicht zu verlieren und das Vertrauen seiner Quellen nicht zu verlieren, dass da sozusagen sich fortgesetzt eben die Schweigespirale bildet. Und dann eben Gegenargumente, die es gibt, zum Elitenkonsens verschwiegen werden. Steht da nicht auch die Gefahr, dass Journalisten sich direkt anspannen lassen, auch für Kampagnen, um Leute rauf oder runter zu schreiben, wenn Journalisten näher haben zu Verbänden oder Netzwerken, Thinktanks? Ja, die Gefahr besteht sicherlich, dass sie sozusagen, klar, also ich sitze schwer, direkt da jetzt Fälle zu benennen, aber alleine von meiner Untersuchung mit der Sicherheit fällt mir bei dem Stichwort, was Sie geben, ein, dass die Journalisten da teilweise amtliche Formulierungen aus Doktrinen und Dokumenten teilweise wörtlich übernehmen. Also es gibt in diesen Dokumenten der Verteidigungsministerium und EU und USA gibt es häufig so einen Bedrohungskatalog, ja, dass unsere Sicherheit bedroht wird durch Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, durch Terrorismus, durch Piraterie, organisierte Kriminalität, Drogen, Klimawandel, Demografie, Migrationsbewegung und so weiter. Gibt dann immer so einen Satz und da wird sowas dann runtergerasselt, was uns alles bedroht, vermeintlich. Und in den Artikeln gibt es auch solche Sätze. In Artikeln der Journalisten. Und man denkt, die wollen sozusagen die Inhalte der offiziellen Dokumente den Leuten eintrichtern. Das heißt, auf der Sachebene kann man eher solche Parallelen finden, als jetzt auf der personellen Ebene, dass man das Gefühl hat, da wird einer hoch oder runter geschrieben. Ja, das weiß ich nicht, schwierig zu sagen. Also, eher glaube ich, dass Leute in Schutz genommen werden. Gutenberg war so ein Fall, der ziemlich viele Fans hatte, auch unter Journalisten, und als dann die Plagiat-Affäre über ihn hereinbrach, da hat es manchen gewundert, wie dann mancher Journalist dann so von heute auf morgen auf ihn eindrosch. Aber das habe ich nicht durch meine Netzwerkanalyse rauskriegen können, da ich fokussiert habe auf Organisationen, also ich habe
Teilnehmerlisten und Mitgliederlisten von Organisationen und Konferenzen verarbeitet. Und da geht nicht daraus hervor, wer jetzt besonders eng mit wem ist, sondern einfach nur, wer drin ist. Das heißt, wer mit wem Kontaktpotenzial hat. Und konnte dann auch gucken, ob jemand gleich in mehreren Organisationen mit irgendeinem anderen drin ist. Also sind es nur Wahrscheinlichkeiten für erhöhten Kontakt oder erhöhtes Kontaktpotenzial. Aber man kann nicht rauslesen, wie derjenige und der andere sind Busenfreunde. Das kann man anhand dieser Daten, die ja eher so, na, das einfach öffentlich zugängliche Daten waren, kann man nicht machen. Das müssten dann Insider erzählen, die Leute persönlich kennen, aber die meisten Leute erzählen es eben nicht und halten die Klappe, wie die wahren Beziehungsgeflechte sind. Also man weiß zum Beispiel von Jürgen Leinemann, dem ehemaligen Spiegel-Reporter, dass er ein Blutsfreund von Gerhard Schröder war. Der das dann aber auch kritisch reflektiert hat, dass er da einfach zu nah dran war. Und wenn jetzt ein Journalist in vielen Netzwerken ist, wie kann man dann ermessen, welches Netzwerk einen besonders großen Einfluss haben könnte, wo er sich besonders engagiert oder wo besonders mächtiges Netzwerk ist oder viele Übereinstimmungen sind? Man kann das nicht direkt, also aus den Daten, die ich gesammelt habe, kann man nicht ablesen, welche Organisationen jetzt besonders mächtigen Einfluss auf den Journalisten zum Beispiel hatten. Es gibt ja ganz verschiedene Organisationen, vom Weltwirtschaftsforum in Davos mit 3500 Teilnehmern bis hin zu kleinen Vereinen, wo jemand einen Beitrag oder ein Präsidium gibt. Das ist nicht so leicht. Also das kann man daraus nicht ablesen, was jetzt die wichtigste Organisation in einem Ego-Netzwerk oder so ist. Was man ablesen kann, sind personelle Überschneidungen oder Redundanzen. Also zum Beispiel hat man gesehen, dass der Außenpolitikchef der Süddeutschen, Stefan Cornelius, in mehreren Organisationen auf Wolfgang Ischinger trifft, den Chef der Sicherheitskonferenz in München, der gleichzeitig auch noch Cheflobbyist der Versicherung Allianz ist. Also das ist sozusagen das, was man mit dieser mathematischen Methode am ehesten noch errechnen kann, also welches Leute sind, die immer wieder auftauchen in mehreren Organisationen. Und dann ist es natürlich spannend, ein Porträt von Stefan Cornelius von der Süddeutschen über Wolfgang Ischinger zu lesen. Ja, als Wolfgang Ischinger, als der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz wurde, 2008 meine ich, da hat Stefan Cornelius ein kleines Porträt geschrieben, das war sehr wohlwollend, hat ihm beste Kontakte bescheinigt, diplomatisches Geschick und das nötige Quäntchen Eitelkeit, was dazugehört, so eine Konferenz auch zu moderieren. Also alles Paletti. Da stand auch von der Allianz stand da nichts. Also diese Pikanz, dass China sowohl die Münchner Sicherheitskonferenz leitet, als auch Lobbyarbeit für die Allianz macht, solche Revolving Door Effekte, also solche, wenn man in zwei verschiedenen Systemen irgendwie ist und da auch Interessenkonflikte haben kann, das wird dann in der Süddeutschen eher nicht thematisiert oder kritisiert. Wie kann man damit umgehen, wenn jetzt Organisationen sind, die Journalisten einladen und dann erwarten, dass die Journalisten schweigen, was auf diesen Sitzungen besprochen wurde. Zum Beispiel Bilderberg, zum Beispiel haben wir uns mal die Satzung von der Justizpressekonferenz angesehen. Es gibt bestimmt eine ganze Menge weitere Beispiele, wo eben bei Organisationen, ja, sagen wir bewusst auch Journalisten mit eingeladen werden, aber die dann darüber nicht berichten sollen. Wie kann man da mit umgehen? Ich habe es jetzt nur ganz abgehackt verstanden. Ich meine, es gibt verschiedenste Organisationen oder Netzwerke, wo Journalisten eingeladen werden.
die darüber dann aber nicht berichten sollen. Da gibt es sowas Großes wie Bilderberg, da gibt es einen Verein wie die Justizpressekonferenz zum Beispiel, bei deren Sitzungen sind Journalisten, berichten über diese Sitzungen auch nicht. Ja. Ich denke, das gibt es wahrscheinlich bei ganz vielen Denkfabriken auch. Ja. Wie kann man damit umgehen, wenn die dazu eingeladen werden und darüber nicht dann nicht berichten sollen? Ja, also was der Journalist, wie der sich verhalten sollte, meinst du? Oder was man über Presseräte oder gesetzgeberisch tun sollte? Ja, also gesetzgeberisch, glaube ich, ist das ist nichts für den Gesetzgeber, das ist eher eine Sache der journalistischen Ethik. Und das ist jetzt natürlich die Frage, Journalisten sind ja oftmals froh, wenn sie näheren Kontakt mit Entscheidungsträgern bekommen. Und werden das häufig sehr gerne annehmen und sich da was erzählen lassen, was nur für ihren Hinterkopf bestimmt ist, was dann natürlich aber auch sie beeinflusst, das kann man ja nicht verhindern. Also ich habe da kein Patentrezept und ich sehe natürlich auch, dass Journalisten eine gewisse Nähe brauchen zu Akteuren, zu Entscheidern, dass sie sich nicht komplett fernhalten sollen und nur vom Schreibtisch aus die Lage beurteilen sollen. Aber also erstmal gibt es auch sehr gute Journalisten, die sagen, erzählen Sie mir nichts, was ich nicht schreiben darf, erzählen Sie mir nur das, was ich schreiben darf. Das finde ich eine sehr konsequente Haltung. Das verhindert, dass man sich in Rücksichtnahmen und Loyalitäten verheddert. Ja? Wenn einem 10 Leute irgendwas vertraulich sagen immer, also man weiß ja dann fast gar nicht mehr, was man dem an Vertraulichkeit schuldig ist. Also das finde ich eine gute Sache, oder da finde ich, sollte man drüber mal öffentlich oder zumindest in dem Berufsstand der Journalisten mal diskutieren, wie man mit vertraulichen, mit Einladungen zu vertraulichen Konferenzen und Gremien und auch mit Hintergrundkreisen umgehen soll, ob das wirklich produktiv ist, so sozusagen Mitwisser zu werden von Politikplanungsprozessen, am Ende also auch dann Mitakteur zu sein. Also da hätte ich gerne mal einen breiten Meinungsaustausch gehört. Also es gibt harte Reporter zum Beispiel, die sagen, erzählen Sie mir nur das, was ich verwenden darf. Und alles andere behalten Sie bitte für sich. Und damit verhindern Sie, dass Sie vereinnahmt werden durch Insider-Informationen. Da muss man sicherlich differenzieren. Das ist, manche Leute können sich das leisten, manche investigative Rechercheure und Reporter. Andere, die eher auf eine permanente Kommentierung und auch angewiesen sind, dass sie also ständig irgendwie eine Meinung sagen müssen zu irgendwelchen Themen, dass sie regelmäßig entscheiden müssen, was eigentlich wichtig ist, dass sie vorab irgendwie gerne was wissen möchten, um auch journalistisch irgendwelche Ressourcen zu verteilen und Themen auf dem Schirm zu haben, für die ist es sicherlich ganz gut, auch Hintergrundinformationen zu bekommen, aber es muss natürlich dann mal eine Grenze diskutiert werden, was ethisch zulässig ist. Und da habe ich also einen Vorschlag, der so ein bisschen, also der recht moderat ist, glaube ich, den man durchaus verwirklichen könnte, indem man sagt, dass Journalisten keine Tätigkeiten in Organisationen aufnehmen sollten, die irgendwas mit ihrem Berichterstattungsgebiet zu tun haben. Also heißt, ein Außenpolitik-Ressortleiter sollte nicht in den Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik gehen. Der kann sich gerne zum Kaffee treffen mit einem aus dieser Akademie, um Informationen zu sammeln, aber er darf nicht so weit rein in die Organisation, dass er von den Zielen, den Prozessen, den internen, sozusagen, dass er da Teil wird. Ja? Also es gibt diesen schönen Merksatz von Hans-Joachim Friedrich, dem ehemaligen Tagesthemenmoderator, der sagte, einerseits
der Journalist soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. Und er sagte auch, man soll überall dabei sein, ohne dazuzugehören. Also dieses Dazugehören, diese Zugehörigkeit sieht man ja sehr deutlich bei meinen Netzwerken, wo es eben Organisationen gibt mit Gremien und so weiter, wo ich also sagen würde, das sollte geächtet werden, das sollte einfach Journalisten nicht erlaubt sein, da sich zu engagieren, wenn es thematisch Berührungspunkte gibt oder personelle Berührungspunkte gibt mit mächtigen Akteuren aus ihrem Berichterstattungsfeld. Also ein Außenpolitik-Ressortleiter, der dürfte im Bürgerverein seines Stadtteils sich engagieren, dürfte da im Vorstand sein und sich darum kümmern, dass Denkmalpflege und Grünanlagen in seinem Viertel gedeihen. Aber er dürfte nicht sich engagieren für die deutsch-amerikanische Freundschaft auf Elitenebene. Ja? Und dürfte auch nicht, so wie beim süddeutschen Vorleiter, dürfte er in der deutschen atlantischen Gesellschaft für die NATO-Lobbyarbeit machen. Das wäre dann nicht mehr drin. Sie haben in Ihrer Studie, glaube ich, auch als Vorbild genannt, an dem man sich orientieren könnte, die New York Times. Mhm. Die New York Times ist, glaube ich, noch ein bisschen strenger als Ihr Vorschlag. Ja, ich will das mal kurz vorlesen, um es auch mir selber wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die New York Times, die sagt, mal auf Englisch vorgelesen, hoffentlich versteht man das mit meinem Akzent. Journalists should stand apart from institutions that make news. Staff members may not serve on government boards or commissions, paid or unpaid. They may not join boards of trustees, advisory committees, or similar groups, except those serving journalistic organizations or otherwise promoting journalism education. Also, es sind alle Organisationen tabu, außer solche, die sich um journalistische Aus- und Weiterbildung kümmern. Ein Journalist darf also zum Beispiel beim Netzwerk Recherche in den Vorstand gehen und dort Konferenzen abhalten, wie man besser recherchiert. Aber es sind keine Beiräte, Kuratorien, Kommissionen und so weiter erlaubt, die irgendwas mit Akteuren zu tun haben außerhalb des Journalismus. Das ist also, das finde ich, ein sehr konsequentes Reinheitsgebot, was ich mir gut für Deutschland vorstellen kann. Denn also diese Merksätze haben wir ja, diese flapsigen von Hans-Joachim Friedrichs, die kennt fast jeder Journalist, überall dabei sein, ohne dazuzugehören. Das ist ja genau das. Zugehörigkeit soll verhindert werden, aber diese Sprüche haben bis jetzt keine Entsprechung in Ethikkodizes in Deutschland für Journalisten gefunden. Und das, finde ich, sollte man nachholen, aber nicht einfach nur das irgendwo reinschreiben, das muss man vorher diskutieren und Bewusstsein schaffen dafür. Herzlichen Dank für das Interview. Mhm. Gerne. Und das Buch gibt es Meinungsmacht im Herbert von Hallem Verlag. Genau. Herzlichen Dank. Ja. Tschüss.